Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, heute beraten wir in zweiter Lesung den Gesetzentwurf zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes. Sieht man mal von der Notwendigkeit von Änderungen aufgrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ab, geht es im Wesentlichen um die Sicherung der Fachkräfte im Justizbereich. Das Problem ist bekannt, Herr Ehlers und meine Vorredner hatten es beschrieben, der Großteil der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wird in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen und nach Stand der Dinge werden wir diese Altersabgänge unter den derzeitigen Bedingungen nicht kompensieren können. Insofern ist es positiv, dass die Regierung den Handlungsbedarf erkannt hat und auch dieses Änderungsgesetz ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Warum er nicht der ganz große Wurf aus unserer Sicht ist, darauf komme ich im Folgenden zu sprechen. Im Wesentlichen sollen mit dem Gesetzentwurf 3 Punkte verändert werden. Es wird künftig die Möglichkeit geben, den juristischen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf abzuleisten. Bisher gab es das nur im Angestelltenverhältnis. Zweitens, es wird ein optionaler Verbesserungsversuch im ersten Examen eingeführt. Den gab es bisher nur für Freiversuchler. Und drittens, dieser optionale Verbesserungsversuch beim ersten Staatsexamen soll kostenpflichtig sein. Zum ersten Punkt, die Frage ist, ob die Einführung der Möglichkeit der Ableistung des Vorbereitungsdienstes im Beamtenverhältnis auf Widerruf das Referendariat in Mecklenburg-Vorpommern attraktiver macht. Und diese Frage muss man nach der Anhörung bejahen. Das zeigen die Zahlen aus anderen Bundesländern. Wichtig ist für uns und deshalb auch die Beschlussempfehlung, dass die angehenden Referendare umfänglich über die Vor- und Nachteile der sowie Auswirkungen einer solchen Verbeamtung aufgeklärt werden sollen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen nämlich sagen, dass sie nicht nur Vorteile hat. Zum zweiten Punkt, den optionalen Verbesserungsversuch. Ich denke, es ist in der Anhörung deutlich geworden, dass ein solche die Attraktivität des juristischen Studiums in Mecklenburg-Vorpommern steigen lässt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was für mich in der Anhörung jedoch nicht entkräftigt werden könnten, waren da die Bedenken, die wir bereits von Anfang an bezüglich der Sicherstellung des Studentenstatus bis zum Verbesserungsversuch hatten. Dort hieß es dann in den Stellungnahmen, die Universität Greifswald handhabe es so, dass der Studentenstatus entweder bis zum Verbesserungsversuch erhalten bleibe oder die Studenten sich für dieses eine Jahr immatrikulieren könnten. So würde man die entsprechenden Regelungen verstehen. Wirklich geschrieben steht das aber nirgends. Deshalb ist es unser Appell, den wir auch aus der Anhörung mitgenommen haben, dies im Hochschulgesetz klarzustellen. Nur so besteht aus unserer Sicht Rechtssicherheit. Eine entsprechende Beschlussempfehlung mit diesen 3 Punkten haben wir im Rechtsausschuss vorgelegt. Leider wurde das mehrheitlich abgelehnt. Leider wurde dieser Empfehlung nicht gefolgt und bemerkenswert war insofern auch die Rolle der AfD-Fraktion, die zwar unser Ansinnen geteilt hat, aber keinen Handlungsbedarf sah, da man vollstes Vertrauen darin habe, dass die Regierung diese Fragen von sich aus angehe. Meine Herren der AfD, wenn Sie vollstes Vertrauen in die Regierung haben, dann frage ich mich, welche Aufgabe Sie als Opposition hier wahrnehmen. Lassen Sie mich noch zum dritten wesentlichen Punkt des Gesetzentwurfs kommen und damit auch zu dem Punkt, weshalb wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen werden. Das ist die Kostenpflichtigkeit des optionalen Verbesserungsversuches. Es ist für meine Fraktion ein Dogma, dass Bildung kein Geld kosten darf. Das beginnt in der Kita und hört in der Hochschule auf. Das meint den Beginn der Ausbildung bis hin zur Prüfung. Jeder muss die Möglichkeit einer kostenfreien Bildung haben, gerade vor dem Hintergrund auch der Wichtigkeit dieses Abschlusses für den zukünftigen Berufsweg muss der Verbesserungsversuch kostenfrei sein. Auch die Studenten in der Anhörung haben auf Nachfrage erklärt, dass ein kostenfreier Verbesserungsversuch die bessere Alternative wäre. Die Argumentation des Justizministeriums im Rechtsausschuss, wonach kostenfreie Verbesserungsversuche schlechter planbar seien, weil man ja nie wisse, wie viele Studenten letztlich teilnehmen würden, überzeugt uns nicht. Es gibt halt eine Anmeldefrist bis 3 Monate vor der Prüfung und schon kann man planen. Auch der Vergleich mit der Kostenpflichtigkeit des Verbesserungsversuches beim zweiten Examen hinkt. Da kommen die Prüfungskandidaten schließlich aus einem 2-jährigen Angestelltenverhältnis oder zukünftig Beamtenverhältnis, in dem sie bereits ein Einkommen bezogen haben. Mit der Situation von Studenten ist das nicht vergleichbar. Hier hätten Studenten aus finanziell besser gestellten Elternhäusern immer einen Vorteil.
Lebenschancen dürfen nicht sozial verwehrt werden. Zumindest ist das die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion. Und in dem Sinne möchte ich an einen SPD-Wahlkampfslogan der letzten Bundestagswahl erinnern. Bildung darf nichts kosten, außer etwas Anstrengung. Leider endet sozialdemokratische Politik für SPD mit jeder Regierungsverantwortung. Wir werden uns dem Gesetzentwurf enthalten. Und zum Schluss noch ein allgemeiner Hinweis. Der Gesetzentwurf steht unter dem Zeichen der Personalentwicklung in der Justiz. Nur mit einer Änderung des Juristenausbildungsgesetzes ist es an der Stelle eben nicht getan. Deshalb auch der Hinweis in unserer Beschlussempfehlung. Das allein greift zu kurz. Wir hatten die Probleme gehört in der Anhörung. Beim Referendariat gibt es noch Nachbesserungsbedarf, was die Anrechnungszeiten bei auszubildenden Richtern auf ihre Pensen betrifft. Es müssen weiterhin die Arbeitsbedingungen der Proberichter und vor allem die Lebenszeitrichter betrachtet werden. Es bedarf aus unserer Sicht eines gut abgestimmten Konzeptes, um dem Personalmangel der Zukunft entgegenzuwirken und eine voll funktionierende Justiz den Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.